Gegenüber wartet ein großer offener Badestrand mit FKK-Bereich und einem weitläufigen, terrassenartigen Campingplatz. Ein Novum hier sind diese kleinen Holzhäuser, Woodlodges. Ideal für zwei Erwachsene mit zwei Kindern. Oder wie auch immer es beliebt, Frühstück ist buchbar. Auch Wohnfässer sind im Angebot und natürlich all die anderen traditionellen Campingvarianten. Guten Tag, Frau Günzel. Hallo. Ja, hallo. Dankeschön. Hallo. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Bitte schön. Tauchen im Geiseltalsee, Frau Günzel, das ist ja noch ein sehr junger See. Kann man da unten eigentlich schon was entdecken? Ja, eine Menge. Und zwar gab es hier früher schon drei, vier andere kleine Seen. Die Sträucher und Bäume, so wie sie draußen stehen, standen auch schon über viele Jahre und die wurden einfach durch das Wasser überflutet. Und heute haben wir Wälder und Buschgruppen unter Wasser. Dicht bewachsen mit Dreikantmuscheln, sieht total mystisch und spannend aus. Und man wandert jetzt nicht mehr durch Wälder, sondern man taucht durch Wälder. Wie weit kann man da unten blicken, gucken, schauen? Also bis 20 Meter ist es noch richtig schön hell. Man braucht also nicht zusätzliches Licht. Ansonsten haben wir so meistens Sichtverhältnisse über 10 Meter. Also für einen deutschen See wirklich sehr gute Sichtverhältnisse. Ab 10 Jahre nach oben sind keine Grenzen gesetzt, kann man tauchen lernen. Auch bestimmte körperliche Einschränkungen sind nicht unbedingt ein Hindernis, dass man nicht tauchen kann. Also wir haben in unserem Team auch Handicap-Ausbilder. Das heißt, Menschen mit Behinderung im Rollstuhl oder mit Amputation können trotzdem tauchen lernen. Und wir bilden halt aus die normalen Tauchlevels, die man im Sporttauchbereich hat. Wir bilden aber auch im technischen Tauchen aus. Wir bilden mit befreundeten Tauchschulen auch Höhlentauchen aus. Sodass man hier also wirklich das ganze Spektrum hat. Und wer dann sein Hobby zum Beruf machen möchte, der kann durch uns über den Verband Europäischer Sporttaucher auch den Tauchlehrer machen. Neben fantastischen Taucherlebnissen für Anfänger und Fortgeschrittene gibt es hier noch etwas ganz Besonderes. Schauen Sie mal, der Geiseltaler. Frau Künzel, was ist das für eine tolle Münze? Ja, der Geiseltaler. Viele haben uns immer gefragt, kann man hier was mitnehmen? Habt ihr irgendwas für meine Leute zu Hause als Erinnerung? Und da hat sich mein Mann viel Gedanken gemacht mit mir zusammen. Und rausgekommen ist der Geiseltaler. Das heißt ein Souvenir, den es hoffentlich bald überall hier am See gibt. Als Andenken für Gäste, die hier waren. Aber auch als Geschenke aus der Region. Einfach mal mitgeschickt und schaut mal, das gibt es bei uns hier.